Sorge, das könnt ihr aber sorgen. Und dies hier ist, glaube ich, einer der schwärzesten Tage im Leben eines HSV-Fans. Wir sehen das hier. Das kommen wir nicht mit einer Niederlage gegen Werder. Du. Nee. Im Laden Prali, ja. Oha. Ja, der Fliegenfänger, den haben sie irgendwo aus Spanien geholt. Ne? Der hat immer daneben gegriffen. Der hat immer gezittert, wenn eine Ecke reinkommt. Den hat Josip Skobler, glaube ich, mitgebracht. Den sehen wir auch gleich. Das ist sein erstes Spiel, 0-6 bei den Bayern. Ja. Oha. Das ist aber ganz bitter. Oh Gott. Das ist alles aus einem Spiel, erstaunlicherweise. Also, das reicht bei manchen Torhütern für 3 Jahre, solche Unsicherheiten. Wer war denn doch vor ihm damals im Tor? War das nicht, nachdem Uli Stein gehen musste? Stimmt, hast recht. Nach diesem Faustschlag gegen Wiechmann. Stimmt, du hast recht, gegen Wiechmann, ne? Da hat er ihm eine Backpfeife gehauen, als er das 2-1 geschossen hat, ne? Oh Gott, das ist aber wirklich bitter. Ich freue mich wirklich über deine...